So Leute, machen wir weiter. Der dritte Abschnitt und wir nähern uns dem Ende der letzten Staffel von The Walking Dead Telltale Series. Hier mit AJ und Clem. Kaputtes Spielzeug. Also, gehen wir rein in Episode 3. Lilly is back on the road und ja, Zuvor schaut bei rein. The Walking Dead. Während wir nach einem neuen Zuhause suchten, fanden AJ und ich tief im Wald ein altes Internat mit Teenagern. Ihr Anführer war ein Typ namens Marlon. Und AJ hat abgedrückt. Ich sagte AJ, dass es Mord sei und dass er dafür büßen müsse. Die anderen fanden das auch. Sie stimmten ab, uns rauszuwerfen. Ich dachte nicht, dass wir zurückkommen. Dann griff Abel AJ und mich an. Einer der Plünderer, den Marlon die Zwillinge überlassen hatte. Bei ihm war eine Person, die ich nie wiedersehen wollte. Lilly. Die Beißer hatten uns fast erwischt, als plötzlich einer mit mir redete. Sein Name war James. Ein Ex-Flüsterer, der die Beißer beschützen wollte. Er half mir mit AJ. Aber ohne richtige Medizin hatte er keine Chance. Beim Anblick von AJ hatten die anderen Mitleid und nahmen uns wieder auf. Als ich erklärt hatte, wie wir die Schule gegen die Plünderer verteidigen könnten, ließen sie uns bleiben. Wenigstens bis zum Kampf. Ich half Violet mit dem Glockenturm. Gemeinsam betrachteten wir die Sterne. Ich gab zu, Gefühle für sie zu haben. Ihr ging es genauso. Dann kamen die Plünderer endlich. Sie öffneten die Tore mit Gewalt, aber alle blieben versteckt. Bis Ten die Deckung verließ, weil er etwas über seine Schwestern wissen wollte. Die Bombe ging los. Um Ten zu retten, stürzte Mitch auf Lilly los und hatte dann ein Messer im Hals stecken. Ich hatte nur eine Sekunde Zeit. Ich schoss und rettete Violet. Sie verschleppten drei unserer Freunde. Wir hatten keine Ahnung, wo sie waren. Aber wir kannten eine Person, die es wusste. Abel. Erst war ich klein und Mitch hat mir geholfen. Hat mich gelehrt, keine Angst zu haben. Die anderen meinten, er war manchmal ein Idiot. Zu mir war er immer nett. Jetzt ist er tot. Von einem Miststück erstochen, das nicht mal seinen Namen kannte. Mitch wollte uns alle beschützen. Er hat sich geopfert, damit wir weiterkämpfen das können. Das weiß ich. Aber das macht es nicht leichter. Er würde wollen, dass wir unsere Freunde finden und sie befreien. Und er würde wollen, dass wir die Verantwortlichen töten. Hey, AJ wartet im Keller auf dich. Wir haben Abel festgebunden. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Danke. Wir sollten Mitch begraben. Es wird Zeit. Ich helfe ihm zu. Verzieh dich! Wegen dir ist er tot! Willy! Es stimmt doch!
Wir hatten einen Plan. Er hat ihn vermasselt. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Jemand muss doch sagen, was alle denken. Alle denken das. Ten. Ich mach das. Sprich mit Abel. Find heraus, wo Lily, Louis, Omar und Asim hingebracht hat. Und Clem? Tu ihm ruhig weh. Vielleicht bekommst du mehr aus ihm heraus als wir. Das reicht. Jetzt kann er nichts machen. Hast du deine Waffe wieder? Mhm. Willst du ihn noch? Jetzt fühle ich mich anders. Er ist so kaputt. Ich hasse ihn immer noch. Bereit? Weg ihn. Wach auf, du verdammtes Arschloch! Oh, verdammte Scheiße! Hey! Keine Art, einen alten Mann bei seinem Nickerchen zu stören. Ich hatte gerade einen schönen Traum. Von einem Mädchen, das ich früher kannte. Sie hatte mich gefesselt, aber ich war nicht gefangen, müsst ihr wissen. Kann ich Wasser haben? Trink. Du hast gute Manieren, Knirps. So, du hast getrunken. Jetzt rede das endlich. Ist das erste Mal, dass du jemanden verhörst, oder? Du hast mich bestimmen lassen, was als Schwäche rüberkommt. Mach es nicht noch schwieriger, okay? Ich will nur wissen, wo Lily meine Leute hingebracht hat. Das ist egal. Sobald sie dort ankommt, wird sie kehrt machen und wegen mir zurückkommen. Du solltest mir also lieber eine 5-Sterne-Behandlung zukommen lassen. Wenn sie kommt und ich lächle, kannst du vielleicht etwas Gnade erwarten. Wir haben euch Rotzgören unterschätzt, aber Lily macht den gleichen Fehler nicht zweimal. Glaubst du, wegen dir kommt Lily wieder? Schau dich doch an. Du bist für sie jetzt nutzlos. Ich werde wieder. Niemand wird dich retten, Abel. Hier sind nur lauter wütende Kids, die deinen Tod wollen. Sag uns, wo unsere Freunde sind. Dann bekommst du Gnade. Lily gibt sie niemals auf. Wir sind nur gekommen, weil wir Leute brauchen. Jonathan und ich sind weg. Dafür hat sie drei Rotznasen, die kaum schießen können. Selbst ein Idiot wie ich kann sich das ausrechnen. Wir werden sie befreien. Ihr wisst nicht, wie es da draußen ist. Ein einziges Blutbad, eine Gruppe gegen die nächste, von Richmond bis zur Küste. Im Delta herrscht Krieg. Ein Krieg mit kranken Typen, neben denen ich wie die Jungfrau Maria wirke. Für den Krieg brauchen wir Leute.
Soldaten, die unseren Befehlen gehorchen und mit Waffen zielen wie befohlen. Ihr Rotzgürn hätte ein Kinderspiel sein sollen. Das nennt man Entführung. Nenn es, wie du willst. Ich nenne es Überleben. Was für ein Ort ist das Delta, wenn es mit Zwangsarbeit verteidigt wird? Glaubt ihr, wir machen sowas gerne? Unser Zuhause ist bedroht. Ein gutes Zuhause. Dauerhaft. Ich tue alles, um es zu schützen. Vielleicht versteht ihr das. Ich tue alles, um meine Freunde zu befreien. Zurück zum Thema. Okay. In der Tasche vorn. Die Antwort auf all eure Fragen. Lies es. Alles, was die Klauen spaltet und wiederkäut unter den Tieren, das sollt ihr essen. Ist das ein Code? Nein, das ist verdammt nochmal Leviticus. Ich dachte, es passt zur Situation, die andere Wange hinhalten und so. Na los! Alleine zündet die sich nicht an. Ihr wollt wissen, wo eure Freunde sind? Eine Kippe hilft beim Denken. Dann erinnere ich mich besser, wo Lilly hin ist. Los, Knirps. Ich habe nicht viel Zeit. Das fühlt sich gut an. Scheiße. So viel Blut. Oh, Scheiße. Das ist nicht gut. Er wird sterben, oder? Das wolltest du doch, oder? Ja, aber... Dein Wunsch wird erfüllt. Als du mich vom Balkon geworfen hast, ist in mir drin was zerplatzt. Mann, so wollte ich nicht enden. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Seht mich an. Was für ein Schlamassel. Wird er ein Monster? Nein! In meinem Leben habe ich mir alles mit meinen eigenen Händen und meinem Willen erarbeitet. Dass mein Körper mich im Stich lässt und verrät. Ich sag euch, wohin Lilly findet, aber... Aber lasst mich nicht zu einem Monster werden. Ich flehe euch an. Wie wäre es damit? Du sagst mir alles, was du weißt. Und dann sehen wir weiter. Ihr müsst es versprechen. Das ist mein bestes Angebot. Los, Abel. Dir läuft die Zeit davon. Du ziehst das nicht durch. Dass ich eins von diesen Monstern werde. Sicher? Was, wenn sie es spüren? Wenn sie sich verwandeln? Bald wirst du es wissen. Vielleicht ist man in ihnen gefangen und erlebt alles mit. Menschen sind in Beißern gefangen? Ja. Ja. Darum erschießt man sie, bevor sie sich verwandeln. Oder man lässt deshalb die Verwandlung zu. Okay, okay. Mein Stiefel. Da drin ist ein Zettel mit allem, was ihr wissen müsst. AJ, guck in den Stiefel. Wir haben ein Schiff. Auf dem Papier steht, wie weit es entfernt ist. Die Worte sind Namen von Städten. Das sind Ruf und Antwort. Damit wir nicht auf unsere Leute schießen. Mittlerweile benutzen wir nur noch Rockingham. Ich kann nicht fassen, dass ich euch das erzähle.
Ihr habt euer Ziel erreicht. Bitte, lasst mich nicht so ein Monster werden. Bitte. Ich will kein... Nicht schießen. Ich will mein Gesicht behalten. Du musst das nicht mit ansehen. Ich will aber. Wenigstens kann er niemand mehr wehtun. Ja. Komm, wir müssen das Schiff finden. Wenn wir das Schiff gefunden haben, suchen wir einen Weg rein. Ja, sofern Tennis dieses Mal nicht verbockt. Das war nicht Tens Schuld. Doch war es. Mit Stab, weil er... Sprich nur weiter so über Ten. Na los, trau dich. Leute, seht mal. Siehst du etwas? Der Strand, das Schiff und eine Holzstraße im Wasser. Das nennt man ein Pier. Pier. Verteilen und konzentrieren wir uns auf die Gebiete. Seid vorsichtig. Hast du das Schiff schon mal gesehen? Nein. Marlin ließ uns nie aus der Sicherheitszone. Der Pier zum Schiff? Das ist unser einziger Weg rein und raus. Mal sehen, was da unten noch so ist. Ein paar sind an Deck, noch ein paar auf dem Pier. Drin sind bestimmt noch mehr. Die sehen auch ziemlich gut bewaffnet aus.
Ich sehe Louis. Abel hat nicht gelogen. Das ist es. Ich sehe einen Zugang. Habe ich auch gesehen. Am anderen Ende scheint auch eine zu sein. Oben an den geschlossenen Türen ist eine kleine Öffnung. AJ und ich wissen, wie man die erledigt. Auf dem Pier gibt es genug Deckung. Vorsichtig sollten wir unbemerkt an Bord kommen. Bis zum Schiff gibt es keine vernünftige Deckung. Wir brauchen ein riesiges Ablenkungsmanöver. Vielleicht können wir die Beißer an den Strand locken. Ist bestimmt leichter, als du denkst. Ich sehe kein offensichtliches Gefängnis. Sie sind bestimmt unter Deck. Wir hätten Abel fragen sollen. Als er Schiff sagte, dachte ich nicht, es wäre so riesig. Etwas Nützliches? Sieht wie Baumaterial aus. Oder Möbel. Bestimmt Zeug aus dem Bahnhof. Die beladen die Flöße mit Vorräten. Ich könnte sie losmachen und mit ihnen den Fluss runterfahren. Bleche, Holz, eine ganze Menge sogar. Richtig gute Beute. Sind das Fackeln? Vielleicht. Wieso? Wir könnten das Feuer ausnutzen. Hast du da was gefunden? Die haben Pferde. Lass mich mal sehen. Mehr Fackeln. Brennendes Heu würde ihre Aufmerksamkeit erregen und die Pferde verschrecken. So kämen wir leicht auf das Schiff. Freilaufende Pferde würden jeden behindern, der uns verfolgen will. Wir sollten raus sein, bevor sie uns sehen. Sobald wir sicher sind, können wir den Plan besprechen. Was ist der Plan? Die haben Wachen auf dem Pier und auf dem Schiff. Ausgeschlossen, mit allen fertig zu werden. Unsere einzige Chance ist, sie irgendwie abzulenken, um an Bord zu schleichen. Verbrennen wir ihr ganzes Zeug. Könnte klappen. Wir können entweder die Vorräte oder das Heu für die Pferde anzünden. Was wir nicht anzünden, nehmen wir mit. Ruby hätte bestimmt gerne ein Pferd. Aber ich würde lieber die Vorräte stehlen. Ich könnte damit Waffen und Fallen bauen. Ja. Wir stehlen die Vorräte und verbrennen das Heu als Ablenkung. Du musst höllisch aufpassen, wenn du etwas von den Flößen stehlen willst. Hätte ich sowieso gemacht. Das Feuer lockt die Plünderer vom Schiff und wir können uns über den Pier reinschleichen. Wenn uns irgendjemand sieht, schießen die. Erinnerst du dich an den Mann, von dem ich erzählte? James? Er hat Beißer geschickt, um uns vor Lily und Abel zu retten. Vielleicht können wir ihn überzeugen, es nochmal zu tun. Wir müssen eine große Gruppe an den Strand bringen, damit wir uns zwischen ihnen verstecken können.
Perfekt. Vielleicht besser, wenn alle wieder zu Hause sind. Die Plünderer werden bestimmt nochmal angreifen. Was dann? Verstecken, schnell! Ein Plünderer? Es muss sein. Ihr bleibt hier. Ich sehe nach, ob die etwas wissen, das uns weiterbringt. Wo sind die Leute, die ihr entführt? Ich weiß nicht, wovon du... Keine Spielchen. Beantworte die Frage. Im Boilerdeck. Zweites Deck. Da sind alle. Clementine, warte! Das ist Minnie. Nach dem Angriff war ich nicht sicher. Ich meine, es hieß, sie hätten die halbe Schule abgefackelt. Wer hat überlebt? Ruby? Mitch? Brody? Ten? Ruby und Ten haben es geschafft. Mitch nicht. Brody ist tot. Sind Tens Stiefel noch ganz? Seine Stiefel? Die sind so alt und haben mehr Löcher als ein Sieb. Ich habe sie immer gepflegt, aber das ist schon eine Weile her. Seine Stiefel sind in Ordnung. Du bist Clementine. Das Mädchen, die nach Marlins Tod alles regelt. Seltsam. Ich dachte, jeder würde nur für sich selbst kämpfen. Nicht das neue Kind. Violet trägt die Verantwortung. Echt? Meine Violet konnte kaum mit Leuten reden und auf gar keinen Fall Schülersprecherin sein. Du bist diejenige, die die Schule zum Kämpfen überredet hat. So wie ich das sehe, hast du das Sagen. Deine Führung wird meinen kleinen Bruder noch umbringen. Wie bitte? Abel meinte, er könnte Marlin überzeugen, alle freiwillig zu übergeben, so wie er und Lily sich ergeben hatten. Du hast den ganzen Plan ruiniert. Was zur Hölle? Er hat dich und Sophie verraten. Ja, wir haben es alle überlebt. Marlin hätte sie nie kämpfen lassen, so wie du es getan hast. Er hätte uns nicht in den Tod geschickt. Minnie, du liegst falsch. Clem beschützt uns. Er hätte andere nicht in den Tod geschickt? Er hat Brody getötet. Was? Wo ist Sophie? Lebt sie noch? Sie starb bei der Verteidigung des Deltas. Eine Heldin. Heldin? Gott, Minerva! Mist. Rockingham! Macht hin und kommt zurück. Ich will hier im Hellen weg. Jawohl. Das Schiff fährt in 2 Tagen ab zum Delta. Danach können wir den Rest von euch erst in ein paar Wochen abholen. Und dann solltet ihr nicht kämpfen. Der einzige Weg, eure Leute zu retten, ist mit uns. Ich meine es ernst. Kämpfe nicht dagegen an. Könnte Ten dich jetzt sehen? Er würde sich für seine Schwester schämen. Thank you.
Alles in Ordnung? Nichts hat sich geändert. Unser Plan ist weiterhin auf das Schiff zu kommen und unsere Freunde zu retten. Genau das tun wir. Ihr solltet nach Hause gehen. Alles vorbereiten und alle mit dem Plan vertraut machen. Alle bis auf 10. Ich hab dich gewarnt. Schluss damit. Beide. AJ und ich suchen nach James. Viel Glück. Also, was meinst du, wie viele Beißer James uns bringt? 15? 100? 1000? Clem, ich... Au! Schusswunde? Es ist, als ob mich wer von innen zwickt. Komm, ruhen wir uns kurz aus. Clem, ich denke ständig, als Willi diese Sachen über Ten sagte, war ich so wütend. Er war so gemein und Ten war gar nicht da, um sich zu verteidigen. Ich wollte ihm wehtun, ich weiß, es war nicht richtig. Ich muss immer daran denken. Ich will nur seinen Kopf einschlagen. Ich habe atmen versucht, Steine werfen. Ich mag das Gefühl nicht, dass ich ihm wehtun will. Wenn ich wütend bin, hilft es mir manchmal, mich so richtig zu konzentrieren. Denk darüber nach, unsere Freunde zu retten. Ja, ich weiß. Ich versuch's. Aber gerade ist es anders. Mein Gehirn will über nichts anderes nachdenken. Ich denke, dass ich auch wütend auf Ten bin. Die Deckung zu verlassen, während Lili die Schule angriff, war echt dumm. Aber er weiß nicht, was wir wissen. Und dann hat Willi ihn angeschrien, statt ihm beim Lernen zu helfen. Warum wissen die anderen nicht, dass wir wissen? Wenn man einen Plan hat, muss man ihm folgen. Und wenn man jemanden anschreit, hört die Person nicht mehr zu. Warum bringen wir es ihnen nicht bei? Sie sind klug. Es muss ihnen nur jemand sagen, was zu tun ist. Ja. Ich will, dass Ten sich schützen kann. Wir zeigen ihnen, wie man klug ist wie wir. Komisch, dass alle so unterschiedlich sind. Vor allem in der Schule. Es ist ja das Erickson-Internat für Sorgenkinder. Sorgenkind. Sorgen sind schlimm. Waren sie schlimm? Warum? Okay. Manchmal machen sie schlimme Sachen, weil ihnen Schlimmes passiert ist. Ich kannte mal einen Doktor, da warst du noch ein Baby. Er nannte es Trauma. Du hast auch ein Trauma. Du erträgst es nicht, wenn jemand von hinten kommt. Ich mag mein Trauma nicht. Ich will es loswerden. Wie werde ich es los? Ich mag es nicht mal, wie das Wort sich anhört. So funktioniert das nicht. Es ist ganz tief in dir drin. Es geht niemals weg. Das ist blöd. Aber du kannst es ignorieren. Wie Wut. Ich mag sie trotzdem. Ich glaube, Ten mag ich am meisten. Selbst wenn er Unsinn macht. Ich glaube, er ist mein erster echter Freund. Ach ja? Ich dachte, das wäre ich vielleicht. Stimmt. Aber du zählst nicht. Du bist alt. Bin ich nicht? Na gut. Er ist mein zweiter echter Freund. Ich sehe James nicht. Nur Monster. James?
bist verletzt. Waren das die Plünderer? Ich glaube, es waren welche von eurer Schule dabei. Warum seid ihr hier? Die Leute, die du gesehen hast, wir retten sie. Dafür musst du ein paar Beißer für uns fortbewegen. Ich könnte vielleicht helfen, aber meine Maske ist im Lager, in meiner Tasche. Ohne sie kann ich durch keine Herde gehen. Okay, dann holen wir sie. Aber bitte, ich bitte euch, sie nicht zu töten. Die Beißer, wenn ihr sie ablenkt, kann ich heimlich meine Maske holen. Die alle abzulenken? Bitte. Ich versuch's. Kann ich irgendwo Steine aufheben? Muss ich jetzt mal schauen. Das wäre schön. Hast du deine Maske? Ich finde sie nicht. Die Pferde müssen... Da! Oh, Scheiße! Wir müssen laufen. Hey, hier drüben! AJ! Nein, es sind zu viele. Der Wagen. Wenn wir ihn ziehen, lockt der Krach sie weg. Alles okay? Ja, keine Bisse. Ich weiß, dass Töten einfacher gewesen wäre. Du bist nett. Ich weiß es zu schätzen. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Also,
Wie sollen Beißer eure Freunde retten? Sie werden auf einem Schiff gefangen gehalten, nicht weit von hier. Ohne Deckung kommen wir nicht aufs Schiff, sonst knallen sie uns einfach ab. Ihr wollt Beißer als Deckung, um euch auf das Schiff zu schleichen? Das ist irre. Das ist der einzige Weg. Es gibt da was, was ihr sehen müsst, damit ihr versteht, worum ihr mich bittet. James! Wir brauchen seine Hilfe noch, oder? Ja, brauchen wir. Es ist sicher. Nur noch etwas weiter. Clem, was ist das? Das ist eine Salzlecke. Salzlecke. Bäh, klingt eklig. Oder vielleicht schmeckt es gut. Die Chips, die sind salzig, oder? Los, leck ruhig, wenn du willst. Eklig, das schmeckt fies. Jetzt weißt du Bescheid. Lernen ist blöd. Bete, Bruder. Meine Leute, früher, sie hatten einen Brauch. Sie nannten es Sammeln. Sie haben sie als Waffe eingesetzt. Ich dagegen schütze sie. Ich weiß, es klingt seltsam, aber darum habe ich euch hergebracht, um sie wie ich zu sehen. Als Menschen. Als Menschen? Also nicht wirklich als Menschen, aber ein Zwischending. Ein Teil von uns ist noch in ihnen. Tief verborgen. Nur wenige sterben. Wir verwandeln uns. Weder tot, noch lebendig. Das kannst du nicht beweisen, James. Ich habe schon viel gehört, aber dass Beißer eine Seele haben? Ich sagte ja, ich weiß, wie es klingt. Glaubst du wirklich, dass in Monstern Leute drinstecken? Tief im Innern. Ja, seht es mal so. Hat sich jemand verwandelt, der euch wichtig war? Clems Freund, Lee. Sie erschoss ihn, bevor er ein Monster wurde, damit er nicht leiden musste. Tut mir leid. Ich hätte es anders erklären sollen. Ich wollte dich nicht an Unangenehmes erinnern. Ich habe jahrelang unter Beißern gelebt und tue es noch. Allein sind sie harmlos, unschuldig. Wenn ihr meine Hilfe wollt, möchte ich, dass ihr mit ihnen geht und mir dann sagt, ob sie für euch wirklich nur Monster sind.
Sie sind nur Monster. Sie sind keine Menschen oder Freunde. Clem! Ihr passiert nichts. Ehrenwort. Das ist nicht clever. Es ist zu gefährlich. Sie muss sich nur wie sie bewegen. Ich schaffe das, AJ. Ich mach es, okay? Ich... Okay. Na gut. Erste Regel. Wir machen nichts allein. Ich lass dich nicht allein. Bin gleich zurück. Check die Fenster. Mach ich. Vergiss nicht zu atmen. Mach ich. Ich versprech's. Die Maske verdeckt deinen Geruch. Aber sei vorsichtig und leise. Berühre das Windspiel. Du wirst es sehen. Kleiner. Mir geht's doch gut. Siehst du? Keine Bisse. Keine Bisse. Also, sind es für dich immer noch nur Monster? Jetzt hast du sie friedlich gesehen. Siehst du sie jetzt anders? Ja, sie sind trotzdem nur Monster. Gefährliche Bestien, die uns töten wollen. Dachte ich mir, dass du das sagst. Das hätte ich auch gesagt. Früher. Hast du mal einen Beißer getötet? Ja. Viele. Hast du mal einen Menschen getötet? Viele. Aber das ist lange her. Ich habe jemanden getötet. AJ. Du hast jemanden getötet? Ja. Ich bin ein Mörder. Aber ich versuche zu büßen. Aha. Na, das ist ja gut. Das reicht. Was ist mit den Beißern? Hilfst du uns, unsere Freunde zu retten? Ich wollte, aber ich kann nicht. So viele Beißer würden sterben.
Es wäre so ein Massaker. Tut mir leid, Clementine. Ich kann nicht noch mehr Blut vergießen. James, der Beißer in der Scheune. Der mit den seltsamen Augen. Der Name? Was meinst du? Und was ist mit der Frau da hinten beim Windspiel? Wie heißt sie? Ich weiß nicht. Asim, Omar, Louis. Das sind die Namen meiner Freunde, die die Plünderer entführt haben. Das vergesse ich nie. Ich mag stur sein, aber ich bin nicht herzlos. Diese Plünderer sind grausam. Sie zwingen andere auch so zu sein. Und auch wenn deine Freunde das so sehen, das verdient niemand. Es wird eine Weile dauern, sie durch den Wald zu führen, zur Küste. Mit der Zeit werden es immer mehr. Morgen Abend. Seid bereit. Es gibt kein Zurück. Gehen wir, bevor es dunkel wird. James ist anders als alle, die wir kennen. Er ist so hart, aber nicht wie du. Er tötet keine Monster, hat aber auch keine Angst vor ihnen. Er ist cool. Hey Clem, Willy hat mir vom Plan erzählt. Wie ist es mit dem Typen gelaufen? James, er will uns helfen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass wir uns auf ein Schiff in eine Beißerherde schleichen, hätte ich das nicht geglaubt. Was willst du mit denen? Ah. Vor dem großen Kampf wollte ich noch mal richtig Halligalli machen. Ein Fluch? Hä? Es klingt wie ein Fluch. Nein, es ist nur ein anderes Wort für Party. Genau. Ich weiß, es ist seltsam, eine Party zu veranstalten. Aber wir müssen alle etwas aufgeheitert werden. Das könnte unsere letzte Chance sein. Ich wollte für alle Tee kochen. Kann ich mir den Kaffeewärmer ausleihen? Was soll ich tun? Wir müssen den Musikraum etwas aufmotzen. Kannst du was Buntes basteln zum Aufhängen? Okay, ich bin ein Künstler. Ich mache die Decke. Dekoration. Dekoration für die Party. Ich hole den Kaffeewärmer. Wie benutzt man es? Man zeichnet damit. So. Cool.
Wie heißt er? Beat, Bruder. Das ist lustig. Verstehst du den Witz überhaupt? Nein. Wie läuft's mit der Zeichnung? Darf ich sehen? Nee, sie ist noch nicht fertig. Aber ziemlich gut. Fertig, Clem. Komm her. Okay, ich komme gleich. Hey, du machst echt Fortschritte. Bald bist du sicher so gut wie Ten. Weiß nicht. Er ist echt gut. Stimmt was nicht? AJ? Ich habe nur nachgedacht, während ich gemalt habe. Es gibt drei Sorten von Augen, Clem. Ach ja? Die Augen von lebenden Leuten, die haben wir. Dann gibt es Monsteraugen. Sehen meist wie dreckiges Wasser aus. Manchmal sind Monsteraugen gar nicht feucht. Und dann die Augen von lebenden Leuten, kurz bevor man sie tötet. Wie als du Abel getötet hast. Seine Augen waren wie eine Kerze, die ausgeht. Er war böse. Ich sollte mich nicht so fühlen. Ich hab ihn gehasst. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Alles, was du fühlst, ist in Ordnung, AJ. Weil du deshalb gut bist. Bin ich gut? Ich will besser sein, Clem. Ich will, dass man mir ansieht, dass ich gut bin. Du bist der Beste, okay? Ich werde echt klug. Ach ja? Ja, weil ich ständig nachdenke. Okay. Worüber denkst du jetzt nach? Dass du gebissen und ein Monster wirst. Oh. Ja, je älter ich werde, desto öfter sehe ich es. Weiß nicht warum. Was passiert dann? Es kann jeden treffen. Egal, ob man drinnen oder draußen oder vorsichtig ist. Das wird nicht passieren. Das weißt du nicht. Nein, stimmt. Aber bald passiert es nicht. Das weißt du auch nicht. Du tust nur so tapfer für mich. Mein Bauch fühlt sich dann komisch an. Als ob ich Durchfall bekomme. AJ, du weißt doch, worüber wir geredet haben. Was du tun sollst, wenn es passiert. Hör zu. Wenn ich gebissen werde? Erschieß. Nein. Nein, das mache ich nicht. Du hast's versprochen. Mir egal. Ich erschieße dich nicht. Wenn du gebissen wirst, musst du mich auch beißen. Was? Das meinst du nicht ernst? Ich will nicht allein sein. Bitte sei nicht böse. Ohne dich halte ich es nicht aus, Clem. Ich weiß, wir haben es oft durchgekaut. Aber zwing mich nicht. Okay, wenn du es so willst. Wenn ich ein Monster werde, beiße ich dich. Wirklich? Ja, ich beiße fest zu. Nimm es ernst, Clem. Versprechen musst du halten. Ich weiß. Du gibst nicht auf, was? James meinte... Dachte ich mir. Dass wir als Monster überleben können. Also im Inneren. Wenn du gebissen wirst und mich beißt, sind wir noch zusammen. Wir wären bloß anders zusammen. Vielleicht wäre es okay. Was meinst du? AJ, es reicht. Wir reden nicht mehr darüber. Du hörst jetzt damit auf, sonst gibt's Ärger. Wirklich. Warum kannst du nicht nett zu mir sein, Dummkopf? AJ? Was ist mit AJ? Er braucht nur seine Ruhe. Können wir über die Sache vorhin reden? Mit Minnie? Ja, klar. Was ist los? Das Ding ist, Minnie zu sehen, hätte mir Angst machen sollen. Hat es aber nicht. Die Person, der wir im Wald begegnet sind, war nicht wirklich Minnie. Wie sie sich verhielt und
wie sie von Sophie und Lily redete. Nein. Ich bin verwirrt. Du weißt, dass du ihr nicht vertrauen kannst. Sie ist schon über ein Jahr bei denen. Es ist scheiße, aber so ist es nun mal. Minnie, die echte Minnie, gibt es nicht mehr. Es gibt sie schon lange nicht mehr. Und ich muss aufhören, um sie zu trauern. Ich passe auf dich und AJ auf. Auf alle, die mir wichtig sind. Louis kann den Ball flach halten. Mann, ja. Ich hoffe es. Als ich herkam, habe ich ihn gehasst. Er war einfach zu intensiv, oder? Er kommt in einen Raum und... Hey, schaut mir alle zu! Das war so albern. Aber dann wurde mir klar, dass ihm Leute echt wichtig sind. Und er fühlt es nicht nur, sondern sagt es auch. Er sagt dir täglich, wie viel du ihm bedeutest. Er würde sogar ein verdammtes Lied darüber singen. Vor allem, wenn es schon ein berühmtes Lied mit deinem Namen gibt. Wir müssen ihn befreien. Das werden wir. Louis, Omar, Asim. Wir werden alle befreien. Hier. Für dich. Sterne? Damit du die Nacht nie vergisst. Das werde ich nie. Ich war geschockt, als du meintest, du hättest Gefühle für mich. Dann habe ich überlegt. Es gibt da etwas, was ich mit jemandem tun wollte, der mir wichtig ist. Zum ersten Mal. Was denn? Hast du schon mal mit jemandem getanzt? Nein. Möchtest du vielleicht? Nur wir zwei. Niemand schaut zu. Ich weiß, dass es seltsam ist, aber ich wollte es schon immer mal probieren. Danke für den Tanz. Ja, langsam kriegen wir den Bogen raus. Ja. Hey, Clem! Wow. Wo hast du den Strandball her? Er lag neben dem Müll, hinter einem der Schlafsäle. Ich musste ihn aufpusten. Das war eklig. Aber es hat funktioniert. Ich sollte los. Ruby könnte sicher Hilfe gebrauchen. Ich dachte, du bist böse auf mich. Bin ich auch. Aber ich wollte ihn dir zeigen. Er ist cool, oder? Total cool. Zurück! Schnell! Autsch! Ich hab dich lieb, Clem. Sorry, dass ich dich eine dumme Nuss genannt habe. Du hast mich einen Dummkopf genannt. Oh, stimmt. Ich dich auch, Kleiner. Okay, wir sollten los. Klingt, als ob sie uns im Musikraum brauchen. Okay.
Langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Hey, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Aber Louis ist nicht hier. Siehst du das? Ersatz für Louis. Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. Grün ist beruhigend, aber Purpur wäre irgendwie cool. Der Mond scheint in den Raum hinein. Also was dazu passen könnte. Purpur war die Lieblingsfarbe meines Papas. Ich habe gelesen, dass das die Farbe von Königen ist. Purpur? Irre. Was? Ich mag Purpur. Solltest du's nicht auch mögen, Violet? Ich krieg das hin. Also, du nimmst eins dieser schwarzen Tellerdinger und legst es hier drauf. Ich habe das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl, aber es reicht. Was für Musik magst du am liebsten? Vielleicht Country. Das höre ich am liebsten. Was ein Schock. Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. Ich hatte an etwas Motivierendes gedacht, wie wir schaffen das und befreien unsere Freunde. AJ, warum denkst du dir nicht was aus? Wirklich? Ich habe eine Idee. Es wird eine Überraschung. Ich verspreche auch nicht zu fluchen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, es mit seinem Pinsel zu schreiben. Das wird so ein richtiges Halligalli. Willy hat nach dir gefragt. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Hey Clem, schau mal, ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Cool. Mitch fände den Plan toll. Ich weiß, es ist perfekt. Besser können wir ihn nicht ehren, als das Schiff in die Luft zu jagen. Schwierig wird es, die Explosion auszulösen, nachdem ihr vom Schiff runter seid. Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute. Zeit für den Boogie. Hey, Clem. Tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht. Ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten. Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das ist ja schön, Willy. Aber sag es lieber Ten. Sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Aber warte erst mal ab, was ich noch geplant habe. Los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Dann gehe ich mal los. Wie ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja, Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie wird funzen. Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde, sie hat den Namen verdient. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja, geben wir dem Ding einen Namen. Du hast sie gewartet, sie kriegt
Du hast sie gebaut? Sie kriegt deinen Namen. Willy Junior. Wie mein Name? Elvin Junior. Stimmt. Ich hab meinen Namen immer gehasst. Jetzt nicht mehr. Willkommen auf der Welt, WJ. Ich hab sie. Also, Clementine, hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Okay. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und all den Scheiß, den wir angestellt haben, weswegen wir hier bleiben mussten. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Und ihr müsst raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Nee, aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle, flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Das muss Violet sein. Knapp daneben. Das ist Rubys Akte. Ach du Scheiße. Echt? Schuldig, euer Ehren. Ja, du hättest Ruby in ihrer Anfangszeit sehen sollen. Sie war wie... Hast du als Kind Zeichentrickfilme mit dem tasmanischen Teufel gesehen? So war unsere liebe Ruby. Früher war sie echt niederträchtig. Mir geht's jetzt besser. Ich kann's mir total vorstellen. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Willy, bitte nicht. Chronisches Masturbieren. Glaub's mir. Das wollte niemand wissen. Was bedeutet das? Wachs bloß nicht. Also, vielleicht sollten wir was anderes auflegen zur Abwechslung? Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik, glaube ich. Es gibt echt viele. Wie viele? Weiß nicht, viele. Nein, ist okay. Es scheint anzukommen. Alles klar. Dann machen wir weiter. Mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin? Und Theresa und Jasper, das Mädel mit der bunten Zahnspange. Und Joey, Michelle, Lamar. Erin. Ja, ich hab sie wegen der Spange geärgert. Warum hab ich das getan? Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Wem gehört die Akte? Louis. Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch erzählen, warum ich hergeschickt wurde. Also quasi als Trostpreis oder so. Vielleicht hasst ihr mich hinterher. Aber da wir ja alle so offen sind... Ich wollte, dass du es mir sagst. Als ich klein war, war ich oft im Haus von meiner Oma. Da mein Vater ein Säufer war und meine Mutter drei Jobs hatte. Aber nach dem Tod meines Opas wurde meine Oma total apathisch. Saß nur noch den ganzen Tag im Schaukelstuhl. Ich saß vor ihr und wir schauten zusammen fern. Meistens Zeichentrickfilme. Ihr war es egal. Manchmal habe ich sie weinen gehört, aber ich habe nichts gemacht. Ich fühlte mich komisch und habe nur den Fernseher lauter gemacht. Eines Tages stand sie auf und kam mit einem zweiten Stuhl und einem Gewehr zurück. Kaliber 22. Sie legte den Gewehrkolben auf den Stuhl und hielt sich den Lauf gegen die Brust. So kam sie nicht an den Abzug ran.
Aber darauf war sie wohl vorbereitet. Denn dann holte sie einen kitschigen Rückenkratzer raus. So ein langes Ding aus Holz, das wie eine Hand aussieht. Und damit drückte sie den Abzug. Also, ja. Peng. Sie knickte zusammen und zuckte noch etwas. Fünf Stunden später holte mich meine Mutter ab. Ich saß immer noch da. Sie fragte, warum ich nicht die Polizei oder den Krankenwagen gerufen hätte. Ich zuckte mit den Schultern und meinte, Oma wollte das doch so. Und außerdem wollte ich die Zeichentrickfilme zu Ende gucken. Am nächsten Tag brachte sie mich hierher. Ich war 11. Tut mir leid, Violet. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast. Schon gut. Wir haben einiges durchgemacht. Wir waren nicht nett, Clementine. Trotzdem hätten die Leute, die auf uns aufpassen sollten, uns hier nicht einfach dem Tod überlassen dürfen. Sorry. Wir sollten doch Spaß haben. Aber ich bin halt kein Spieler. So wie Louis. Bald wird er es wieder machen. Ten hat recht. Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir Angst hatten, erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Schade, dass ich es nicht spielen kann. Lou konnte es. Er mochte das Lied. Du könntest es für uns singen, wie sie es getan hat. Du hast eine schöne Stimme. Ja. Das kann ich, Ten. Hab keine Angst vorm Dunkel. Hab keine Angst vor dem Sturm. Hab keine Angst vor den Monstern. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Kämpf gegen deine Dämonen. Kämpf mit erhobenem Kopf. Kämpf, als ob man nie Angst haben muss. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Leg deinen Kopf sanft nieder. Ruh deine Augen aus. Schlaf, denn ich bin bei dir. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Die Nacht ist nicht mehr lang. Thank you.
Hallo, Zuckerhase. Lee? Warum der Zug? Immer nimmst du den Zug. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil hier alles anfing. Wo du mir Schießen und Haare schneiden beigebracht hast, um vorbereitet zu sein. Ah, du hast schnell gelernt. Also, was hast du auf dem Herzen? Ich mache mir Sorgen, Lee. Viele Leute verlassen sich auf mich, aber ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue. Ach, das Gefühl kenne ich. Weißt du, dass ich das alles einfach nur erfunden habe? Es durfte nur niemand mitkriegen. Du bist noch so klein. Das nimmt dir doch keiner ab. Hey! Sei nicht traurig. Monster haben die Welt überrannt. Und du musst dich um eine Achtjährige kümmern. Was hättest du tun sollen? Ich schätze, ich habe es etwas gezeigt. Willst du mir sagen, was los ist? Ich bin in einer neuen Gruppe. Ich war schon in so vielen und immer zerbrechen sie. Aber die mag ich wirklich. Sie ist anders. Ich fühle mich fast wie zu Hause. Das ist schön. Allein da draußen zu sein, ist echt schlimm. Wir haben Probleme. Böse Leute haben meine Freunde entführt. Bei einer Rettungsaktion könnten wir alle umkommen. Du schaffst das schon. Was? Egal, in welchen Schwierigkeiten du steckst, du wirst sie lösen. Du wirst deine Freunde retten. Das weißt du nicht. Doch, du bist eine Überlebenskünstlerin. Die Clem, die ich kenne, kriegt das hin. Das glaube ich wirklich. Ja, ich habe bisher überlebt, oder? Das hast du. Viele hätten das nicht geschafft. Gib nie auf, Clem. Stell dir vor, was Louis sagen wird, wenn er dich sieht. Die Jungs werden neue Hoffnung schöpfen, wenn sie wissen, dass du sie rettest. Ach, Zuckerhase. So läuft das mit dir immer, wenn was Großes bevorsteht. Du hattest auch Angst, bevor du schnurstracks zum McCarroll Ranch ranntest. Das hast du überlebt, oder nicht? Das war etwas anderes. Ich war alleine. Nun, jetzt folgen dir aber Leute, Clementine. Und das ist gut so. Freunde, ein Mädchen, das dich liebt. Sie kämpfen an deiner Seite, wegen dir. Komm wieder bei mir vorbei, wenn du sie sicher rausgeholt hast. Okay? Klingt das gut? Hoffentlich können wir dann über fröhlichere Dinge reden. Lee, ich vermisse dich so. Wärst du doch nur wirklich hier. Ich vermisse dich auch, Clementine. Aber ich bin nie weit weg. Danke, Lee. Ich fühle mich immer besser, wenn ich mit dir geredet habe. Eigentlich wollte ich... Wie geht's dem Jungen? Er ist nett, Lee. Er würde dir gefallen. Bestimmt. Kann er schon schießen? Du hast ja keine Ahnung. Ich schätze, die Welt ist noch unnachgiebiger geworden. Wer so aufwächst, wird auch so. Jetzt musst du handeln. Denkst du, du schaffst das? Kinder aufziehen war noch nie leicht. Jetzt ist es geradezu ein Albtraum. AJ ist toll, Lee. Ich habe ihn gelehrt, stark, mutig und eigenständig zu sein. Du wärst so stolz. Du meinst, mehr als ich es schon bin.
mich an. Schau dich an. Solltest du es nicht kurz lassen? Du glaubst gar nicht, wie schwer man heute an Scheren kommt. Es wird Zeit, Clementine. Du hast Leute, die dich brauchen. Mach's gut, Lee. Clem, wach auf. Wir müssen los. Wir haben einen weiten Weg. Oh Mann, wir machen das also wirklich. Nur die, die mit den Beißern laufen, müssen sich damit tarnen. Jetzt muss nur noch euer Beißer Freund... Er ist hier. Oh Mann, oh Mann. Hallo. Leute, das ist James. Er ist mein Freund. Er ist, Echt cool. Wie bekommt man solche Haut? Ach. Ich, Clementine? Kann ich sie anprobieren? Das ist keine gute Komm Idee. Komm bitte! Hey, Willy, bedräng ihn nicht so. Aber ich will nur... Nicht jetzt. Ja, stimmt. Sorry. Es sollte nicht komisch rüberkommen. Schon okay. Ach, und sorry, dass ich dich damals erschießen wollte. Deine Maske wirkte so echt. Ich, Hallo, James. Sorry wegen Willy. Ist das der Kerl, mit dem Clem... Flippen will? Ja. Clementine, können wir kurz unter vier Augen reden? Ja, gute Idee. Warte hier. Hey, Ten, kannst du kurz herkommen? Ich muss dir mal was sagen. Die Beißer, sie werden bald hier sein. Mischt euch unter sie, wenn sie durch den Wald kommen. Der Krach vom Schiff wird sie zum Wasser locken. Dann können wir an Bord und unsere Freunde retten. Eure Freunde sind anders, offen und tolerant. Vielleicht bist du eines Tages auch so. Clementine, wir müssen reden. Es geht um AJ. Was meinst du? Die Flüsterer waren meine Familie. Seit ich klein war. Während dieser Zeit erlebte ich viel Blutvergießen. Und schließlich wurde ich ein Täter. Schwäche wurde als Gift angesehen. Und ich glaubte es. Wirklich. Ich glaubte so daran, dass als ein Junge vor einem Angriff Mitleid für den Gegner zeigte... ich ihm die Kehle aufschlitzte. Ich habe nicht mit ihm geredet oder über ihn nachgedacht, was er fühlte. Ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern. Du hast ein unschuldiges Kind getötet? Das ist grauenvoll. Das weiß ich jetzt. Aber damals war es mir egal. Ich musste es tun. Nach seinem Tod konnte ich seine Worte nicht vergessen. Die sind wie wir. Sie gehen nur einen anderen Weg. Ich hörte dann auf zu töten. Veränderte mich.
Aber nur wenige Leute taten das. Als AJ sagte, er hätte jemanden getötet, musste ich an sie denken. An mich. Er meinte, es sei falsch. Aber es klang, als ob es ihm nur eingetrichtert worden war. Wenn man so jung schon tötet, hinterlässt das Spuren auf der Seele. Ich habe Angst, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn AJ wieder tötet. Er wird nicht mehr der gleiche sein. Ich habe es schon zu oft miterlebt. Ich lasse nicht zu, dass AJ ein Killer wird. Ich will nicht, dass er sich verändert. Nicht so. Hoffentlich hältst du das Versprechen. Sie sind nah. Bald werden es genug sein, um uns Deckung zu geben. Ich führe dich durch die Herde, bis du am Schiff bist. Weiter gehe ich nicht. Ab hier hängt alles von dir ab. Danke. Kümmere dich um AJ. Er ist bereit. Die Beißer sind nicht mehr weit. Ruby, mach du die Pferde. Willy, Ten, die Vorräte. Ich hab die Bombe. Finde den Boiler. Unten dran sollte ein Fach für Asche und so sein. Steck sie da rein. Wir sehen uns nachher. Ich schneide es auf. Violet erzählte mir von Minnie. Weil Sophie starb und Minnie jetzt eine von denen ist. Wenn du sie da findest, sag ihr bitte, dass ich ihr vergebe. Bitte, ich würde es ihr selbst sagen. Ich will, dass es ihr gut geht. Ja, klar. Ich sage es ihr, falls wir sie sehen. Danke. Es ist soweit. Wir müssen los. Clem? Was, wenn da jemand eingesperrt wird, während wir da drin sind? Und wenn du es wärst? Ich konnte Minnie nicht retten. Oder Lou, Asim oder Oma. Ich sorge mich um dich, Clem. Und wenn dir etwas wegen mir passiert, du darfst nicht auch noch sterben. Nein. Du lässt mich besser nicht alleine, klar? Ich versprech's. Was machst du? Los, schau in die andere Richtung. Alles klar? Ja, ich denke schon. Bringen wir unsere Freunde nach Hause. Alle. Alle. Alles bereit. Das wird kein Zuckerschlecken, klar, aber ich... Du verdeckst deinen Geruch. Klug. Hilfst du mir? Danke. Tun wir's? Tun wir's.
Okay, immer mir nach. Los geht's. Bleibt hinter den Beißern. Nutzt sie als Schild. Unsere Deckung zu verlieren. Wir müssen den Pier lang kriechen. Die Gedärme waschen sich ab. In Ordnung? Bin okay. Bleibt bei mir. Das ging schnell. Mit dem Tod. Mist. Alles in Ordnung? Bin okay. Bereit? Beißer! Yeah.
Wir sind nah dran. Wenn wir die Bombe am Boiler platziert haben, holen wir unsere Freunde raus. Minnie sagte, die Gefangenen sind auf dem zweiten Deck. Halte nach Wachenausschau und sei leise. Bin direkt hinter dir. Gut. Ich gebe Bescheid, wenn davon alles klar ist. Verdammt, in welcher Stadt sind wir? Komm langsam raus. Wir die Bombe platzieren. Da steht viel zu viel Zeug im Weg. Vielleicht geht es anderswo rein. Stolz, Willy Jr. Senken wir das Ding am Grund des Flusses. Wenn die das Schiff anwerfen, bleibt uns nicht viel Zeit, bis es explodiert. Wie lange? Keine Ahnung. Eine Stunde? 30 Minuten? Beeilen wir uns besser. Minerva, Konzentration. Jawohl. Ich habe einen kleinen Bruder. Klein mit einer Narbe im Gesicht. Ist er da oben? Das sagten wir schon. Deine Familie ist jetzt im Delta. Es gibt keinen Platz mehr. Jawohl. Scheiße. Ausgerechnet die musste die Zellenwärterin sein. Wir kommen nicht vorbei. Nicht ohne unsere Leute. Ich schwöre, wenn du Tinder mit reinziehst, sag mir einfach, ob es ihm gut geht. Gib mir das. Er sagte mir, er vergibt dir. Scheiße. Ich helfe allen raus. Dann schnappst du dir meinen Bruder
und rennst. Bring ihn bitte in Sicherheit. Komm, wir müssen uns beeilen. Clementine? So ein Scheiß! Oh meine Güte, alles in Ordnung? Er sieht gesund aus. Ich bin okay. Uns geht es gut. Kümmere dich erst um Louis. Ihm geht es nicht gut. Hilf ihn. Ich öffne die anderen Zellen. Wir haben kaum noch Zeit, bis Dorian zurückkommt. Violet, hilf mir mit den anderen. Geht klar. Louis? Louis! Violet, tust du das? In die Zelle. Sofort! Geh mit dem Mist, den ich auf mich! Hüte ihn, Violet! Provozier mich nicht! Angetan. Nein! Nein! Lass das! Sie haben seine Zunge abgeschnitten. Er wollte nicht aufhören zu reden. Oh mein Gott! Es tut mir leid, Louis. Wir verschwinden von hier, okay? Bringen wir dich nach Hause. Psch, ganz ruhig. Ist ja gut. Ist ja gut. Bald bist du zu Hause. Clem, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wo ist AJ? Hier drüben. Gott sei Dank. Scheiße, aber wir haben noch nicht abgelegt. Wir haben noch etwas Zeit, uns zu retten. Bei, alles in Ordnung? Bin okay. Ich suche einen Weg hier raus. Wenn das Ding explodiert... Alles okay da drin, AJ? Ja, mir geht's gut. Ich suche einen Weg hier raus. Ja, ich auch. Die Türen sind nicht besonders gut. Vielleicht kann uns das irgendwie helfen. Ich könnte ihn bearbeiten, wenn ich ein Werkzeug oder... Verdammt, sie haben ein Messer. AJ, hast du noch dein Messer? Ja, sie haben nur das Große gefunden. Gut, du musst es zu mir rüberschieben. So lange bleiben wir hier nicht.
Hey! Egal, was du tust, lass es. Ich sag dir, es lohnt sich nicht. Geh zurück. Ist sie wahr? Jawohl. Gut. Ich übernehme jetzt. Wo ist Abel? Er ist tot. Wir haben ihn getötet. Wir haben ihn abgestochen. Verdammt, du kleines Monster! Verdammt! Wir haben ihm Gnade gezeigt. Er hatte Angst, ein Monster zu werden. Also haben wir es verhindert. Wir haben seinen Wunsch erfüllt. Ja, bestimmt. Geh zurück. Minerva. Öffne die Tür. Jawohl. Nach all dem Ärger mit dir sollte ich dich erschießen und über Bord werfen. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Erst machst du diese Idioten zu einer Kampftruppe und tötest dann zwei meiner erfahrensten Soldaten. Und dann schleichst du dich mit einer Herde auf mein Schiff. Wenn ich ein Ass wie dich zum Delta bringe, hat sich diese ganze Scheißmission vielleicht doch gelohnt. Jemand wie du, so jung, mit so viel Potenzial? Du hättest uns nie angreifen sollen, Lily. Deine Mission war eine Scheißidee. Sie war ein Fehlschlag. Und du hast immer noch eine große Klappe, selbst in einer Zelle. Das wird sich ändern. Mein Vater, Larry, war beim Militär. Als ich ein Kind war, hat er jede Menge Regeln aufgestellt. Verschwendung hat ihn am meisten irritiert. Wenn ich das Licht anließ und aus dem Zimmer ging, rastete er aus. Egal, wie oft er sich über die Stromkosten beschwerte. Ich habe nie dran gedacht, das Licht auszumachen. Und? Eines Tages war der Strom weg. Er mochte praktische Beispiele, damit man sieht, dass Taten Konsequenzen haben. Kein Fernsehen und kein Föhn mehr. Kein Sandwich-Eis mehr. Nur eine traurige Familie, die im Dunkeln hockte. Also ist eure Familie voller Arschlöcher. Ist das die Konsequenz, dass du ein Arschloch bist? Die Konsequenz war, dass ich das Licht dann immer ausmachte. Mein Vater hatte Fehler, aber er hat mir gezeigt, dass Beispiele beim Lernen gut sind. Willst du darauf hinaus? Eine Lektion? Ich will dir eine Geschichte erzählen. Nennen wir sie die Zwillingsparabel. Zwei Mädchen wurden von zu Hause entführt und an einen neuen Ort gebracht. Sie mussten ihre Freunde und Familie zurücklassen. Das war zuerst schwer. Sie haben oft geweint. Aber der neue Ort war ein guter Ort. Dort gab es Maisfelder und Schweine. Zum ersten Mal seit Jahren wurden die Zwillinge satt. Sie konnten duschen, hatten saubere Kleidung, Betten. Sie erhielten Waffen und lernten, sie zu benutzen. Die Leute dort waren nett zu den Mädchen. Im Gegenzug mussten sie nur helfen, die Gruppe zu schützen. Dieser Ort hatte nämlich viele Feinde. Mörder und Diebe, die das wollten, was es dort gab. Sie brauchten Unterstützung beim Kampf, sonst hätten sie alles verloren. Die Ernte, ihre Macht, sogar ihre Leben. Wollten sie ihre Zungen abschneiden? Das geschieht nur mit Leuten, die nicht die Klappe halten können. Eins der Mädchen erkannte, dass der Ort den Kampf wert war. Sie hörte auf zu weinen. Aber der andere Zwilling, sie konnte ihr Zuhause nie vergessen. Sie hat alles abgelehnt. Jedes Geschenk, jede Möglichkeit. Hat immer Ärger gemacht.
Sie überredete ihre Schwester, ein Floß zu stehlen und über den Fluss zu fliehen. Natürlich kam sie nicht weit. Und was passierte dann, Minerva? Ich hab sie getötet. Meine Güte! Minnie, nein! Sag, dass das nicht stimmt! Deine eigene Schwester? Warum bloß? Sie wollte mich mit ihren Lügen vergiften. Und? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sollte meinem Zuhause gegenüber loyal sein. Ob's dir gefällt oder nicht, du gehörst jetzt zu uns, Clem. Die Frage ist, welcher Zwilling wirst du sein? Der Loyale oder der Tote? Was hast du bloß mit ihr gemacht? Du verdammte psychotische Hexe! Du bist böse! Durch und durch böse! Violet, reg dich ab! Denk an die Sache mit Louis! Tu einfach, was sie sagen! Damit ich ein Soldat in ihrer Armee werde? Jemand, der seine Freunde umbringt? Niemals! Hol das Großmaul aus der Zelle. Sie haben die Moral der Geschichte nicht kapiert. Da müssen wir wohl etwas nachhelfen. Hör auf! Tu Violet nicht weh, oder ich tu dir weh. Ganz ruhig, Kleiner. Sonst tun wir dir weh. Nein! Lass mich los! Ganz ruhig. Halt still! Scheiße! Fick dich! Nein! Es muss doch nicht noch mehr wehtun. Komm schon. Atme. AJ! Du Wahnsinniger! Hör auf! Das reicht. Er hat mich gebissen. Ich habe gesagt, es reicht. Du verdienst den Tod. Wir töten dich. Glaubst du, du kannst mich töten? Ich weiß es. Wir werfen dich in den Fluss. Oder wir stechen mit dem Messer in deinen Kopf rein. Große Worte für einen kleinen Kerl. Ich weiß, ich kann es. Ich hab Marlin getötet. Er war kein Monster. Du bist eins. Peng. Du hast also Marlin getötet. Du wärst sicher ein guter Soldat. AJ, hör zu. Rede nicht mit ihr, okay? Sie ist ein Monster. Clem, bedeutest du wirklich sehr viel, was? Los, unterhalten wir uns. Nur wir beide. Lass sie verdammt nochmal in Ruhe! Clem! Nein, bitte! Clementine! AJ! Behalt sie im Auge, Minerva. Lily, nein! Lass das Schiff ablegen. Ich will hier weg. Und zwar schnell. Ich werf den Boiler an. Hör auf. Wag es nicht, mich so anzusehen. Nur so können wir überleben. Wer bist du? Scheiß aufs Überleben! Sieh dich doch an! Minnie, bitte. Ich will nur eine Sekunde mit dir reden. Tut mir leid, dass wir nie nach euch gesucht haben. Tut mir leid, dass wir Marlin vertraut haben. Wenn ich es geahnt hätte, dass... Ich weiß. Ich weiß. Okay? Sophie ist tot. Ich habe eine neue Familie. Ihr müsst es alle verstehen. Dies ist der einzige Weg. Macht, was gesagt wird. Oder ihr sterbt. Eure Freunde sterben. Wenn ihr tut, was sie sagt, dürft ihr leben. Ihr alle. Ihr könnt ein schönes Leben haben. Ihr werdet belohnt. Wie ich. Hinter dir! Du bist hier das verdammte Problem! Ich lass nicht
nicht zu, dass wegen dir alle sterben! Minerva! Sie darf nicht gehen! Scheiße! Wir sehen uns an Land, ja? Tun wir. Es fördern. Ich kannte Clementine schon lange vor dieser Sache. Sie wird sich fügen. Du wirst dich auch fügen, wenn du siehst, was du tun könnt. Viel zu essen, ein weiches... Für euch beide. Ihr könnt auch im selben Zimmer schlafen. Ich habe noch einen auf dem Dock erwischt. Tim! Scheiße! Hast du dich verlaufen, Tennessee? Er war nicht alleine. Ich will dir noch was zeigen. Hier lang. Fand ich in der Herde. Ein Flüsterer? Kein Wunder, dass da so viele Beißer waren. Du hieltest dich wohl für schlau, als du die Beißer hergebracht hast. Oder war das Clementines Idee? Keine Erwiderung? Dann weißt du, dass du mir keine Angst einjagst. Ist das so? Du zwingst dich anderen auf, weil du Angst hast. Weil du schwach bist. Dank mir haben sie einen Grund zum Kämpfen. Hör nicht auf sie, AJ. Da gibt es keinen Grund. Die töten einfach. Leute wie AJ passen einfach nicht in eine Gemeinschaft, da sie viel zu kaputt sind. Die kämpfen nur für sich, sonst niemanden. Mach schon. Nein! Was zur Hölle? Ganz ruhig, Tim. Tu ihn nicht weh. Hör auf, Leuten weh zu tun. Bitte. Schieß. Jetzt atmen wir erst einmal alle tief durch. Gib meine Freunde zurück. Leg die Waffe hin. Lass sie gehen. Alle. Sonst. Sonst. Na schön, dann tu es. Tu es. Rette deine Freunde. Deswegen bist du doch hergekommen, oder? Ach so, du bist zum Weinen hier. Tim. Du siehst auch nicht wie ein Soldat aus. Bitte, nein! Nein! Scheiße! Hör auf!
Waffe hin. Dann lasse ich euch alle gehen. Meine Crew und ich verschwinden und lassen euch in Ruhe. AJ, sie ist nicht gefährlich. Runter du mit warst der Waffe. Nicht da unten. Du weißt nicht, was sie getan hat. Sie schnitt einfach seine Zunge ab. Du musst das nicht tun. Bitte! Es ist ein Trick. Sie wird nicht aufhören. Wage es bloß nicht, AJ. Gib mir die sie Waffe. Sie darf niemandem mehr wehtun. Runter mit der Waffe, AJ. Okay. Ja, hier nochmal die Entscheidung und hat 89% genannt dort für Abel. I am a poor pilgrim of sorrow, cast out in this wide world to roam. Okay, keine Weise, 49%. Of life for tomorrow. Billy Junior, die Bombe. 17%. Sometimes I am tossed and driven. Ja, sonst wären die Finger weg gewesen von der Violet, wenn ich AJ hätte nicht angreifen lassen. Of a city called heaven. I'm striving to make it my home. Also 47% der Spieler weigerten sich, AJ zu sagen, er solle Lily töten. Naja, hätte ich es mal getan. So, hier nochmal alles im Überblick. Die fünf Entscheidungen. Schauen wir uns das bei der Gruppe an. Den er aber vermisst. War sprachlos, wie gesagt, das bleibt noch beim Schlag. Könnt ihr alles lesen. Gut, gehen wir weiter. Ten auch noch vermisst. Sometimes I'm both tossed and driven. Sometimes I know not where to roam. Vermisst Lily auch. I'm going to make it my home. I wander in this land of danger. No comfort or peace do I find. I am a poor wayfaring stranger. To troubles and trials confined. Ja, James war dankbar, dass er seine Wünsche respektiert, dass die Beißer zu verschonen wäre. Aber jetzt, James war enttäuscht, dass du nicht glaubst, dass mehr an Beißer dran ist. Du bist auch noch vermisst auf dem Boot, ohne Dschungel. Zu seiner Schule Omar und das Team immer noch vermisst. Irgendwie macht sich Sorgen um jeden. Billy war begeistert, dass du seine Bombe einen Namen gegeben hast. Und Ruby wird nachdenklich, als du geraten hast, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ja, so viel Gegenstände haben wir uns mitgenommen. Ja, gut, also dann wird es morgen weitergehen mit der letzten Folge von The Walking Dead, The Final Season. Hier auf meinem Kanal und bis dato, Leute, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.